Hausmacht gegen Großmacht, das war die Überschrift vom letzten Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer 04 Leverkusen, die leider die Pfälzer Erfolgsserie beendet haben. Damit herzlich willkommen zu Gut gekickt, dem Fußball-Fan-Magazin hier auf Gutenberg TV. Und über dieses Spiel möchten wir natürlich in der FCK-Runde reden. Ich habe Gäste eingeladen, mit dabei der Vorsitzende der FCK-Fanregion Rheinhessen-Pfalz. Herzlich willkommen, Klaus Becker. Guten Abend. Der FCK-Experte der Mainzer Rheinzeitung heute auch mit dabei, Erik Scherer, hallo. Samt. Und ich begrüße den ersten Vorsitzenden des Fanclubs Rotweinteufel Ingelheim, Daniel Vetter. Hallo. Ja, es war eigentlich schön angerichtet. Flutlicht, Freitag, Betzenberg und die Stimmung war eigentlich auch nicht so schlecht nach der Fast-Serie im Vorfeld. Und dann gab es wieder so einen Klops. Daniel, was ist passiert? 0:2. Ja, was ist passiert? Ich denke, eine relativ gute oder eine sehr gute erste Halbzeit gegen eine Mannschaft, die eigentlich nominell viel, viel stärker besetzt ist als unsere Mannschaft, als unser Kader. Und man hat natürlich auch gesehen, wo unser Problem liegt. In dem Moment, wo der Ball in den 16er kommt und wo man sich die Torchancen erspielen muss. Die waren zwar da, aber vielleicht hat auch in dem Moment das Quäntchenglück gefehlt. Die Tore wurden nicht gemacht und deswegen ist man leider auch nicht als Sieger vom Platz gegangen. Und vielleicht hätte der Trainer auch etwas mehr Mut beweisen müssen sollen. Und gegen Leverkusen, die eigentlich ihre Schwächen ja hinten haben, wenn man mal so einen Verteidiger wie den Friedrich sieht, ich sage immer, der ist noch 10-mal steifer als der Amedick, da hätte man vielleicht doch einen wendigeren Stürmer mal bringen können wie den Schächter, der ja auch mal 1 gegen 1 gehen kann. Und vielleicht mit dem zweiten Stürmer, mit dem Schächter, hätte man sich vielleicht doch die eine oder andere Möglichkeit mehr herausspielen können. Und dann wäre vielleicht auch ein Tor gefallen. Und dann hätte die Geschichte am Ende auch anders ausgesehen vielleicht. Wobei sie ja furios losgelegt haben, muss man ja sagen. Das war ja richtig offenes Visier so ein bisschen. Klaus, was hat dann aber nicht geklappt, außer dass das Tor nicht gefallen ist? Ja, es hat einfach, die erste Halbzeit war gut. Kurmar hat in der zweiten oder dritten Minute schon die Riesenchance, wo er sich durchgetankt hat. Und das ist für mich symptomatisch. Wir erarbeiten uns Chancen, aber da im letzten Moment fehlt die Kaltschnäuzigkeit. Dieser Ball war zu verwerten und da fehlt irgendwo die Konzentration. Und dann geht eine Stunde vorbei und dann passiert das einfach. Wir haben eine Mannschaft, wir haben einen sehr ausgeglichenen Kader. Nach unten, nach oben, zu der Spitze, dass wir jetzt mal einen Solisten haben, dass wir einen Vollstrecker haben, das haben wir nicht. Bei uns muss, wenn es gelingen soll, alle 11 müssen 100% bringen. Und nach einer gewissen Zeit sind 2, 3 Spieler abgefallen. Und dann reicht es einfach nicht mehr, um eine Mannschaft wie Leverkusen zu knacken. Und das Schlimmste war eben der Flop, den der Torwart hatte. Einen absoluten haltbaren Ball, der rutscht ihm durch die Hände. Das kann passieren, das passiert nicht nur im jungen Torhüter, das passiert auch routinierten Leuten. Und dann war der Käse gegessen, wie man im Fall sagt, da war es aus. Ja, es war natürlich bitter, die Parade oder Nicht-Parade von Kevin Trapp. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber Erik, was hat Sie geärgert da bei dem Spiel? Gerade nach dieser kleinen Euphoriewelle, die ja tatsächlich so ein bisschen aufgeschwappt ist wieder. Ja gut, geärgert weiß ich nicht. Also das ist ein Spiel, damit muss man immer mal rechnen. Also ich finde, man muss auch immer das Gute sehen. Das Gute ist, das Umfeld hat vielleicht auch sogar so ein Erlebnis mal wieder gebraucht. Man hatte vielleicht nach den guten Auswärtsspielen in Hoffenheim und in Hamburg, hat man dann schon wieder gedacht, das läuft jetzt alles so von selber. Aber auch da hat man schon gesehen, dass im Abschluss halt noch was fehlt und wie der Jürgen das eben auch schon beschrieben hat, wenn du dann 60 Minuten nichts machst, 45 Minuten sogar richtig gut spielst, irgendwann kann halt der Gegner auch mal aufs Tor schießen. Ja, haben sie gemacht. Das haben sie gemacht. Ja, und zwar auch noch 2 Ex-Lautra, wie das da irgendwie doch so sein sollte. Ja, anscheinend sind Nisser und Michael Ballack beide getroffen. Daniel, wie... Die wissen, wo sie Qualität herkriegen. Was war das? War das eine bittere Pille, dass genau die auch noch getroffen haben? Oder ist das egal eigentlich? Also ich muss sagen, da werden mich jetzt viele vielleicht für strafen. Für Michael Ballack hat es mich sehr gefreut. Also es hätte nicht gegen uns passieren müssen, aber für Michael Ballack hat es mich sehr gefreut, weil er doch in den letzten Monaten viel einstecken musste. Für Sydney ist er weniger. Aber es ist natürlich auch ein Zeichen individueller Qualität. Die Leverkusen haben ja eigentlich 2, 3 Mal oder 4 Mal aufs Tor geschossen und haben 2 Tore daraus erzielt. Da hat man schon gesehen, auch wie die gerade wie Sydney Sam auch vor dem Tor umgegangen ist. Der hat nicht lange gefackelt, drauf mit dem Außenriss und das Ding war drin. Und da merkt man dann schon die individuelle Qualität der Leverkusener. Das ist der Unterschied zu uns.
da müssen wir uns noch steigern, da müssen wir noch hart dran arbeiten. Und ich muss auch dem Klaus recht geben, uns fehlt in dem Moment auch der individuelle Leistungsträger. Der Christian Tiffert ist leider in der Saison nicht so der Kopf, wie es in der Vergangenheit war. Aber man hat auch gesehen, der junge Fortunis, ja, der kann das schon, aber der kann das nicht über 90 Minuten. Der hat in der ersten Halbzeit hat er so viel gemacht, wirklich den Ball gefordert, ist Wege gegangen, hat sehr viel fürs Spiel getan, aber er kann es halt noch nicht über 90 Minuten. Und ich glaube, er ist jemand in der Zukunft, der unser Spiel wirklich führen und lenken kann, aber leider hat er nicht über 90 Minuten. An dem werden wir noch viel Freude haben. Das hoffen wir. Und dass er mal trifft, vielleicht auch. Aber getroffen haben die Leverkusener. Welche Treffer hat ihn mehr geschmerzt, Klaus? Mich hat mehr der zweite geärgert. Als Abel den Ball hatte 20 Meter vom Tor und hat gemeint, er müsste 20 Meter vom Tor fünf Gegner ausspielen. Statt den Ball einfach, da drehe ich den Ball nach vorn. Wenn 6, 7 Spieler um mich rum sind, schaffe erst mal Luft. Und verliert ganz unnötig den Ball aus dieser Szene. Nachher ist ja das 2:0 entstanden. Und da hat man gemerkt, da hat die Mannschaft auf einmal nach unten geschaut. Die hat den Kopf, man hat es an der Körpersprache gemerkt, da hat die Mannschaft nicht mehr an sich geglaubt. Bei einem 1:0 denke ich, da ist immer noch die Chance, da mit einem auch ein bisschen glücklichen Tor noch ein Unentschieden zu holen oder dem Spiel eine Wende zu geben. Mhm. Deswegen hat mich das 2:0 mehr geärgert. Ich bin richtig ausgeflippt auf dem Sitz, weil ich das gesehen habe, der verliert so unnötig den Ball, ein routinierter Spieler. Und macht so einen ganz, ganz dummen Fehler, der dann zum zweiten Tor führt. Das hat mich geärgert. Das lernt man in der E-Jugend ja in Anführungsstrichen schon. Und das hat mich auch geärgert. Also es darf nicht passieren. Erik, aber der Klops vom Kevin Trapp, das war jetzt auch eine bittere Pille, muss man sagen. Und dann auch noch Michael Ballack, dass der noch getroffen hat. Wie war das für Sie? Ja, mein Gott, es wird jetzt immer alles auf dem Klops über den Kevin Trapp jetzt her. Ich finde, die Mannschaft hat gut reagiert. Matthias Abel hat gesagt, er hat uns schon so viele Spiele gerettet. Jetzt hat er mal einen Fehler gemacht. Es war die 53. Minute. Da kann man auch normal noch mal zurückschlagen. Das hat man nicht getan. Das war eigentlich viel schlimmer. Man muss auch mal sehen, der Ballack, der ja jetzt auch als technisch sauberer Distanzschütze einen gewissen Ruf hat, der kommt aus 16 Metern mittig Tor frei zum Schuss. Wenn man es pointiert ausdrücken will, kann man auch sagen, warum hat er dem überhaupt noch eine Chance gelassen? Normalerweise schießt er so drauf, dass der Torwart gar nicht mehr reagieren braucht. Jetzt hatte der Kevin halt noch die Chance, was zu machen, und es ist halt ein bisschen dumm gelaufen. Aber so einen Ball muss man auch erst mal festhalten. Ja. Ne? Also, er hat sich geäußert in der Allgemeinen Zeitung, der Kevin. Das war ein Wahnsinnsding, das nicht passieren darf. Es war ein Ball, der direkt auf den Körper kommt. Einfach ein Konzentrationsfehler von mir. Vielleicht war ich auch schon in Gedanken weiter, aber wir wissen, wie wir mit Rückschlägen umgehen und werden das wieder hinter uns lassen. Wo war er denn in Gedanken schon weiter? Der hat schon die Situation, nachdem er den Ball gefangen hat, wie eröffnete das Spiel für einen Konter eventuell. Er war einfach gedanklich schon eine Situation weiter und hatte das abgehakt und dadurch eben dann eben die Fehlleistung, der Fehlgriff, weil er sich eben nicht mehr auf diese Aktion konzentriert hatte. Er war schon bei der nächsten Aktion einfach gewesen, und so kommen solche Fehler. Das kriegt man oft zu hören, ich war schon gedanklich einfach eine Stufe weiter und dann passieren solche Sachen. Dieter Schächter hat ja gar nicht zu Beginn gespielt. Hat sie das gewurmt oder was war da los? Wo kam diese Entscheidung auf einmal her, Erik? Ja, das ist halt so. Ne? Ein Trainer macht das halt, stellt halt, also gerade ein Marco Kurz stellt halt ohne Ansehen der Person auf. Der wird immer danach urteilen, was ist das Beste für die Mannschaft. Und da lässt er halt auch mal seinen besten Individualisten auf der Bank. Das hat in Hamburg, in Hoffenheim hat er das schon gemacht. Da lief es gut. Jetzt ist es nicht gut gelaufen und jetzt kommen halt so Besserwisser wie ich und sagen halt, es war ein Fehler. Damit muss er halt aber auch leben. Und ja, sicher hat der Mann gefehlt. Ne? Ich verstehe auch nicht, das hat jetzt in den Auswärtsspielen auch gut ausgesehen. Ich weiß auch nicht, was Christian Tiffert so weit vorne sucht. Das ist eigentlich so der Mann, der genau das Spiel hinten heraus aufbauen kann. Und also da waren ein paar Sachen, die haben für mich nicht so gestimmt. Ne? Auch ein Schächter, der ist jetzt das dritte Mal nicht in der Startelf. Irgendwann kriegt der Junge auch mal was in den Kopf. Ne? Also der ist ja als Stürmer stark geholt worden. Und wenn der also überhaupt nicht mehr jetzt, oder der müsste bald mal wieder spielen halt, damit er halt auch von der Psyche halt ein bisschen am Ball bleibt.
Vor allem, er kam ja auch, ich meine, er hat ja auch kurz bevor er dann auf die Bank musste getroffen. Was mich ein bisschen auch noch ärgert, wir haben eigentlich in Hamburg und in Hoffenheim eigentlich gut ausgesehen, aber dafür, dass wir so gut ausgesehen haben, waren die jeweiligen Punkte in Hamburg und in Hoffenheim zu wenig. Vielleicht, wenn man dann ein Stück weiter geht, hätte man auch dort mit zwei Stürmern gespielt, hätte man vielleicht aus der einen oder anderen Torschuss auch noch ein Tor mehr gemacht und hätte man vielleicht auch aus einem der beiden Spiele vielleicht nochmal zwei Punkte mehr, die uns dann eigentlich zu der Leistung mehr noch weitergeholfen hätten. Und die fehlen uns eigentlich auch jetzt. Gegen Leverkusen kann man zu Hause mal verlieren, aber nach den jeweiligen Spielverläufen in Hamburg und in Hoffenheim hätte man mehr holen müssen. Das ärgert mich eigentlich aus jetziger Sicht noch mehr als die Heimniederlage gegen Leverkusen. Und da finde ich es immer mal ein bisschen enttäuschend, dass der Trainer jetzt ein bisschen mehr riskiert. Ich meine, er ist Verteidiger, hat er selbst gespielt. Da geht mir dann auch, ja, da geht mir dann vielleicht auch ein bisschen defensiver und vorsichtiger an die Sache ran. Aber ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich komme mir jetzt momentan gerade so vor, wie es nach dem Spiel war. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen von unserem Stammplatz nach dem Spiel, weil ich wusste, wie heiß die Diskussionen laufen, wie sie schon auf der Tribüne gelaufen sind. Und der Daniel hat mich noch gesucht nach dem Spiel. Er hat mich ein bisschen abseits gesetzt, dass ich schon mit dem Ganzen nichts zu tun hatte. Weil die Diskussionen sind dann immer so heiß und man steigert sich, steigere mich dann auch mit hinein. Und da habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Und der Daniel hatte diese Meinung auch schon am Freitagabend gehabt. Da war er auch schon in Hochform nach dem Spiel. Das Schöne ist ja das am Fußball. Danach 150.000 sind im Stadion, 40.000 sind 20.000 verschiedene Meinungen. Jeder hätte so gestellt, der andere hätte so gestellt. Jeder ist der bessere Trainer. Ich denke, ich halte sehr viel von unserem Trainer und er wird sich auch seine Gedanken machen, warum oder wieso er so stellt. Ich war auch enttäuscht. Ich habe gedacht, er tritt zu Hause mit zwei Stimmen an. Wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten. Es ist aber heute so, viele Trainer spielen aussetzen zu Hause die gleiche Taktik. Sie sagen, was ist der Platz? Ist genau da 90 Meter lang, 40 Meter breit und der Rasen ist genauso grün wie im anderen Stadion auch. Mhm. Ich spiele meine Taktik und will die in beide durchbringen. Also man weiß es nicht. Ein bisschen mehr Klick, der Kuhmar schiebt das Ding, da treten nur darin und wir machen die alten Leverkusener, sind schlecht zurzeit. Die haben nichts drauf. Ja. Für das, was man sie hält. Und wie sie nominell besetzt sind, bringen die zurzeit maximal meiner Ansicht nach 60%. Mehr ist es nicht. Und deswegen, das ärgert mich eigentlich, diese Mannschaft wäre zu schlagen gewesen. Das ist keine Übermannschaft zurzeit. Sie stand zu Recht auf dem 8. Platz, jetzt haben wir ihnen die 3 Punkte geschenkt, jetzt sind sie auf dem 6. Platz. Aber von der Leistung her sind sie nicht so stark. Trainer Marco Kurz hat nur ein bisschen ähnliches Fazit gezogen, aber die Leverkusen ein bisschen stärker eingeschätzt. In der Allgemeinen Zeitung sagt er, wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel von unserer Seite gesehen. Allerdings waren wir auch da schon nicht so sicher und genau wie in den vergangenen zwei Spielen. Gegen so eine Mannschaft wie Leverkusen muss das aber sitzen. An solchen Tagen müssen wir als FCK top spielen. Das war heute nicht der Fall. Trotzdem wollen wir an die erste Halbzeit anknüpfen. Erik, an was können wir da anknüpfen ganz genau? Ach ja, also über 90, er hat das richtig gesagt, es war einfach nicht über 90 Minuten 100%. Die erste Halbzeit war gut, man kann auch sagen, sie war sehr gut und wir haben jetzt ein bisschen gestänkert, das gehört ja auch in die Sendung ein bisschen dazu, aber man muss halt auch mal sagen, nach wie vor die grobe Richtung stimmt beim FCK. Das hat dieses Spiel noch nicht mal so gezeigt, wenn man sich 8 Tage vorher an das Spiel in Hoffenheim erinnert. Und wenn man sich dann an das Spiel zum Beispiel erinnert, das wir in der zweiten Liga noch gemacht haben, 2008 gegen Hoffenheim, da haben die auch auf dem Betzenberg gespielt, das war noch in der zweiten Liga, da hatte Hoffenheim den Durchmarsch, da haben die mit einer Leichtigkeit, die haben noch nicht mal geschwitzt, haben die den FCK mit seiner veralteten Hauruck-Spielweise, haben die ausgespielt und vorgeführt, 2-0 gewonnen. Die sind am Ende, die mussten noch nicht mal duschen, so leicht haben die gespielt. Wenn man jetzt vor 8 Tagen das Spiel gesehen hat, dass wir innerhalb von 3 Jahren ist der FCK mit so einem Gegner spielerisch. Das Ergebnis kann immer mal differieren. Ja. Aber spielerisch sind die mit so einem Gegner wieder absolut auf Augenhöhe. Und wenn man dann auch noch die Budgets sieht, die dahinter stehen, und da muss man sagen, also die grobe Richtung beim FCK, auch wenn wir jetzt ein bisschen kritisch waren, das gehört dazu, aber die grobe Richtung beim FCK stimmt absolut. Spielerisch waren auch die ersten 45 Minuten, das war toll, diese Balleroberungen, auch das schnelle Umschalten. Das hat auch Robin Dutt gesagt, also wie die nach Ballgewinn umschalten, die Lautern, so, das ist guter Fußball.
Nur, wie gesagt, einer muss noch die Tore machen. Irgendwann muss der Ball auch mal, der Ball muss ins Tor, da sind wir wieder bei Otto Rehhagel. Das war, ja. Ja, das scheint nach wie vor leider das Problem zu sein. Nach 13 Spielen 10-mal getroffen. Nur Augsburg ist seltener mit dabei, mit Treffern. Daniel, wie kommt der FCK da raus? Ich glaube, auch ein Schlüssel zum Erfolg, auch zum Torerfolg, könnten bei uns oder müssten bei uns die Standards sein. Wenn man jetzt mal sich die Quote angeschaut hat am Freitag, wir hatten mehr als doppelt so viele Eckbälle als die Leverkusener und wir haben nichts draus gemacht. Das war in der letzten Saison noch anders. Da waren wir über die Standards viel gefährlicher. Da bin ich auch etwas von Christian Tiffert enttäuscht, weil da üben wir fast überhaupt keine Gefahr aus und das ist was, was ich eigentlich ändern muss, weil Standards, das lebt auch von Automatismen, die kann man im Training einüben. Da haben wir eigentlich auch die kopfballstarken Leute, Amedik Abel, eigentlich auch der Kuamaha ist auch nicht so schlecht im Kopfballspiel und wir haben auch mit Bugera und mit Tiffert die Techniker, die den Eckball treten können und das ist was, wo ich denke, da müsste der FCK in Zukunft in den nächsten Spielen, jetzt gerade auch gegen Nürnberg am Samstag, was ein totales Spiel auf Augenhöhe ist, da müssen wir zulegen, weil das sind auch Situationen, wo Tore entstehen können, sogar müssen. Und wenn wir schon über spielerische Qualitäten sprechen, einer hat gefehlt oder hat er wirklich gefehlt? Pierre de Witt? Klaus, was meinen Sie? Ja, der hat gefehlt. Der hat nicht nur nominell, der hat einfach gefehlt. In den letzten 3-4 Spielen war er der Mann im Mittelfeld, der die Fäden gezogen hat. Mit Grippe hat er sich abmelden müssen. Ja. Und er hat nach hinten, er hat die doppelte Stärke. Er ist offensiv sehr gut und arbeitet auch sehr gut nach hinten mit. Und da haben wir momentan in seiner Form, in seiner Verfassung von den letzten 3-4 Spielen haben wir niemanden. Und das war auch eine Lücke, die da war. Aber ich habe nicht gedacht, dass es sich so stark bemerkbar macht. Mit Petzos haben wir auch einen jungen, talentierten Mann, aber er ist stärker in der Defensive. Er hat in der Offensive kommt nicht viel von ihm. Fortunis, über den müssen wir nicht reden, der hat die Qualität, das wird mal ein sehr, sehr guter werden, wenn er diese Entwicklung, die er jetzt hat, wenn er das kontinuierlich weiterentwickelt. Aber das Mittelfeld, da hat es einfach auch gefehlt. Er hat eine Lücke hinterlassen. Ich hoffe, dass er am Samstag in Nürnberg wieder mit von der Partie sein kann. Über das Spiel gleich. Das nächste sprechen wir auf jeden Fall noch. Über einen Fall müssen wir allerdings ebenfalls sprechen. Und diese Tragödie überschattet mehr oder weniger ja diesen Spieltag. Sie haben es mit Sicherheit auch alle mitbekommen. Der Schiedsrichter, der das Spiel Köln gegen Mainz pfeifen sollte, Baba Grafati, wurde mit einem Selbstmordversuch kurz vor Spielbeginn gefunden. Das Spiel wurde abgesagt. Der Verlauf ist bekannt. Ihm geht es wohl mittlerweile den Umständen entsprechend gut. Private Motive sollen da mitgespielt haben. Das an sich ist ja absolut nicht für den Beruf Schiedsrichter zu sprechen. Wie, Erik, wie gehen Sie mit so etwas um, wenn Sie darüber schreiben müssen? Ja gut, ich versuche mich im Gegensatz zu anderen Kollegen vielleicht ein bisschen zurückzuhalten. Es ist ja jetzt seit ein paar Stunden raus, es waren wohl persönliche Gründe. Und natürlich ist der Profifußball hart und das ist auch unmenschlich, aber ich finde so diese Betroffenheitsfraktionäre, diese selbsternannten Gutmenschen, die dann gleich wieder anfangen, die Fälle Robert Enke, Ralf Rangnick, Martin Fehnin und jetzt Baba Grafati, wird alles in einen Topf geschmissen, wird umgerührt und dann wird halt die These aufgestellt, der Profifußball tötet seine Protagonisten, so in diesem Art. Das ist nicht angebracht, meines Erachtens. Man muss jeden Fall einzeln beleuchten. Das sind Unterschiede. Bei Robert Enke spielte neben dem Leistungsdruck, war da auch eine private Tragödie, die mit reingespielt hat. Ralf Rangnick hat nach mehreren Jahren in einer sicherlich stressbelasteten Druckposition, hat er für sich die Konsequenz gezogen, macht ein Jahr Pause. Das kann ich menschlich verstehen, aber man muss auch sagen, das ist ein Mensch, der ist finanziell gut abgesichert. Er hat einen glänzenden Ruf, er wird in einem Jahr wieder arbeiten können. Er genießt ein Privileg, das in unserer Gesellschaft als 50-Jährige wahrscheinlich nur ganz wenige genießen. Das hat er sich selber erarbeitet, aber der kann einfach mal ein Jahr Pause machen, kann wieder einsteigen. Das können von uns niemand. Martin Fehnin hatte ein Alkoholproblem. Das mag damit zusammenhängen, dass er mit den Erwartungen, die immer in ihn gesetzt wurden, nicht zurechtgekommen ist. Das ist sicherlich tragisch, aber das hat nichts mit Rangnick oder mit Enke zu tun. Mhm.
Der fällt dann auch aus dem Fenster, weil er betrunken ist. Das ist dann auch eher ein Unfall. Während ein Baba Grafati halt bei vollem klaren Verstand sich in die Badewanne setzt und die Pulsadern aufschneidet. Also das ist ein ganz anderer Fall als Martin Fehning. Und das, den größten Gefallen, den wir diesen Menschen tun können, ist, dass wir uns jeden Einzelnen betrachten und versuchen, da also auch wirklich auf die individuellen Hintergründe einzugehen und nicht immer gleich versuchen, da eine große Suppe draus zu kochen. Gut. Wobei das ist ja der eine Punkt. Dennoch muss man ja sagen, der Job als Schiri, müssen wir sagen, ist kein leichter, gerade in der Bundesliga. Man ist natürlich enormem Druck ausgesetzt. Das wurde ja auch nochmal durch Theo Zwanziger attestiert, Daniel. Aber wie kann es dazu kommen, dass so etwas passiert? Das ist einfach nur eine ganz, ganz persönliche Geschichte und eine persönliche Tragik, die ganz, ganz schwer und eigentlich gar nicht zu beschreiben ist. Ja? Ich denke, das sollte man auch in dem Sinne mal aus dem ganzen Profigeschäft herauslassen. Klar sind die Schiedsrichter und auch gerade die Schiedsrichter eigentlich unter so einem psychologischen Druck, weil die sich mit jeder Sekunde des Spiels beweisen müssen. Das ist beim Stürmer anders. Der muss sich in dem Moment, wo der Ball vor seine Füße kommt, muss der sich beweisen. Entweder trifft er oder trifft nicht. Gut, da wird er auch auseinandergenommen. Aber der Schiedsrichter in jeder Sekunde muss der präsent sein, muss der aktiv sein. Und dann, wenn er wegen 3 Zentimeter im Abseits daneben liegt mit einer Entscheidung, kriegt er von 50.000 oder wenn nicht sogar noch mehr eins um die Ohren. Das ist natürlich ein großer Druck. Aber jetzt nochmal auf den Baba Grafati zurückzukommen. Ich habe auch gelesen, ich möchte mich da auch gar nicht zu äußern, dass da auch eventuell Alkoholismus und dass da auch Alkohol mit im Spiel war. Das sind alles persönliche Dinge, die man eigentlich da nicht mit hineinnehmen sollte. Und ich finde auch, Theo Zwanziger hat das gesagt, das ist ein auch der Thomas Tuchel. Man sollte sich in diesen Dingen einfach mal zurückhalten und es einfach dabei belassen. Es ist schlimm genug, dass das passiert ist und einfach gute Besserung und vielleicht pfeift er irgendwann nochmal, wie da natürlich die Medien und auch die Fans damit umgehen, ist dann eine andere Sache, aber ich denke, man soll es einfach dabei belassen, da steht die Persönlichkeit im Vordergrund jetzt. Klaus, wie sehen Sie das? Also ich meine, als Schiedsrichter ist man im Mittelpunkt, klar, und Fehlentscheidungen wird es immer geben, solange es vielleicht nicht einen Videobeweis oder weitere Möglichkeiten gibt, um das zu verbessern. Und dann ist man nie Fan. Also zumindest eine Seite wird einem da erstmal nicht verzeihen darüber. Dann gab es ja durchaus Abstimmung auch über die Leistung von Schiedsrichtern. Und der Herr Grafati hat da auch nicht so wirklich gut abgeschnitten in den letzten Jahren. War da irgendwie vielleicht ein bisschen Nachlässigkeit auch im Spiel, um mit ihm als Einsatz, ihn da weiterhin in die Pflicht zu nehmen bei solchen Spielen? Schiedsrichter ist ein Thema für sich. Wenn 50.000 im Stadion sind, pfeifen 50.000 gegen ihn, wenn es gegen die eigene Mannschaft ist. Man sieht es immer wieder anders. Ich musste mich oft schon, wenn ich abends die ganze Geschichte mir nochmal im Fernsehen angeschaut hatte, bei den Schiris entschuldigen, wo ich im Stadion getobt habe, pfeife das und kein Absatz und das war 11 Meter. Abends sieht man das, nach der 5. Zeitlupe mit der 6. Kamera auf gut Deutsch gesagt, sieht man auf einmal, der hatte recht gehabt, der Schiri. Und in diesem Moment, sie müssen 90 Minuten, wie der Daniel sagt, voll konzentriert sein. Ich denke, keiner macht bewusst einen absichtlichen Fehler. Sieht man mal von Bestechungen, von geschobenen Spielen ab, das auch schon der Fall war. Für mich ist einfach das der Fall, ich weiß nicht, was im Kopf von diesem Mann vorgegangen ist. Dass man zu einer solchen Tat fähig ist, zu sagen, ich möchte nicht mehr leben, ich möchte weg. Und ich möchte das auch gar nicht beurteilen müssen. Er muss das jetzt für sich entscheiden. Ich hoffe, dass er gute Ärzte hat, dass er gute Psychologen hat und gute Freunde, eine gute Familie hat, die ihm zur Seite steht, keine falschen. Den richtigen Weg zu gehen, was er macht, ob er nochmal zurückkommt, ob er nochmal pfeift oder ob er sagt, nein, das war's, das muss er entscheiden, was das Richtige für ihn sein wird. Und all diese Spekulationen, mir war das auch schon zu viel, was Zwanziger gesagt hat, muss der vom Blut und Badewanne reden. Ja. Solche Sachen gehören, das ist für mich Respekt, das ist für mich respektlos in einer solchen Situation. Er war nicht dabei, er hat es auch nur gesagt, kriegt einfach solche Tatsachen oder auch Nicht-Tatsachen, schon in die Welt zu stellen. Spekulationen, das gehört sich nicht.
der Mann braucht jetzt seine Ruhe, der braucht seine Abgeschiedenheit, er muss wieder zu sich kommen. Ich habe 37 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, ich weiß, von was ich rede. Und ich hatte solche Fälle öfters wie einmal, wie er jetzt hier beschrieben worden ist. Und da musst du auch als Pfleger mit klarkommen. Ja. Und da fragst du dich auch, hast du was falsch gemacht? Ja. Hast du was übersehen, dass es so weit gekommen ist? Und deswegen zurzeit hört, wenn ich die Schlagzeilen sehe, an der großen Boulevardzeitung am Sonntag, gibt es nichts Wichtiges auf der Welt zurzeit. Nebendran war ein Unfall, wo 3 Personen umgekommen sind und 30, 40 Schwerverletzte sind. Genauso Schicksale. Ja. Und ich denke, da sollte man abwägen jetzt und sollte einfach mal den Mund halten und ihm die Zeit lassen und das Ganze auf sich beruhen lassen. Und vor allem, der Klaus hat was gesagt, Pfleger. In dem Sinne wäre er auch ein Pfleger. Er ist auch ein, der Klaus war damals für seine Patienten ein Pfleger, aber auch der TU20er sollte sich vielleicht auch mal in seiner Funktion auch mal als Pfleger bezeichnen und auch mal als Pfleger sehen. Vielleicht nimmt er das mal auch als Denkanstoß, um mal für die Gilde der Schiedsrichter und auch im DFB mal nochmal einen Wertekodex hochzuhalten. Der zwar immer von ihm angedeutet wird, aber doch dann immer wieder schnell verwässert wird. Ja, und zu überlegen, wie man dann den Druck vielleicht doch ein bisschen rausnimmt. Ich meine, Christian Lell von Hertha BSC hat nochmal den Videobeweis da jetzt nochmal ins Spiel gebracht, um vielleicht ja nicht gänzlich ihm da alles anzulasten, dem einen Schiedsrichter, der dann da die Entscheidung treffen muss. Also Baba Ghaffardi wünschen wir natürlich alles Gute. Jetzt schauen wir uns noch an, was der FCK erwartet im nächsten Spiel. Da geht es natürlich dann auch weiter. Es geht nach Nürnberg und zuletzt 0-4 auf Schalke platt gemacht worden. Klaus, was erwarten Sie? Ich war ja vom Schalke-Spiel hier. Und da habe ich gesagt, keine Chance, habe ich gesagt. Ja. Gell? Und dann liefern wir da ein Riesenspiel, das war sensationell. Und das ist ja das Schöne am Fußball, dass wir darüber diskutieren können. Das war auch Fehlentscheidungen, die hören mit dazu. Und der Fußball darf um Gottes Willen nicht verändert werden. Er darf nicht mit technischen Mitteln aufgepeppt werden, wenn der Fußball seinen Charakter verliert. Und dann werden nicht mehr Millionen vorm Fernseher sitzen. Dann werden nicht Millionen die Stadien pilgern, sich teure Tickets kaufen. Das wird nicht mehr der Fall sein. Es muss dabei bleiben, der Fußball hat seinen Reiz darin, dass ich, wenn das Spiel vorbei ist, noch 3 Tage über das alte Spiel diskutiere und dann die nächsten 3 Tage über das neue Spiel schon wieder diskutiere. Und so ist das ein fortlaufender Prozess. Ich meine, dass die Leidenschaft da bleiben soll, das ist keine Frage. Ja, aber das ist dann, dass dieser Druck, der dann auf einzelnen Akteuren da so lastet, zu so etwas führt, wie bei dem Schiedsrichter, der sich fast das Leben nimmt, ist die Frage, ob man an bestimmten Punkten den Druck vielleicht durch technische Hilfsmittel da rausnimmt, um ihn eben da nicht noch zusätzlich abzuladen, Erik. Also ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, das durch Technik gelöst werden kann. Der Markus Merk hat sich ja auch zu Wort gemeldet. Der hat ja auch gesagt, das Problem ist, die Schiedsrichter sind nach solchen Spielen im Prinzip allein. Also auch die Schiedsrichterteams, die sind 2 Stunden nach dem Spiel, sitzt jeder in seinem Auto, fährt nach Hause. Und wenn da Fehler passiert sind, wie das ein einzelner Schiedsrichter für sich aufarbeitet, da ist halt jeder jedem überlassen oder jeder sich selbst überlassen. Und das ist halt auch so, hat ja schon Theo 20er angesprochen, wo ich auch denke, da sollte auch Herr 20 mal ein bisschen in sich gehen. Es kam ja dann direkt wieder die Medienschelte. Muss man denn den schlechtesten Schiedsrichter überhaupt wählen lassen? Okay, ich weiß nicht, ob man es muss, aber wir sind Journalisten, wir wissen, man tut es und man wird es auch immer tun. Ja. Und es sind ja auch keine Idioten, die der Kicker befragt, sondern das sind die Bundesliga-Profis, die ihn halt, so ist es halt, das sind die Fakten, 3-mal zum schlechtesten Schiedsrichter des Jahres gewählt haben. Und da ist jetzt, sich dann hinzustellen und sagen, warum machen die Medien sowas? Die Frage wäre doch eher, Herr 20er, warum überlegt man sich da nicht mal als DFB was, wie man mit solchen Leuten umgeht, die mit solchen Entscheidungen konfrontiert wird? Das ist das Schlimme. Es ist, wenn sowas passiert, Aufarbeitung heißt immer mit dem Finger auf andere zeigen, aber mal so für sich selber überlegen, was man so für sich selber da ändern möchte, das scheint irgendwie ein Problem zu sein. Ja. Und wenn man das dann tut, ich meine, er wurde ja jetzt im September aus der FIFA-Wertung oder aus der FIFA-Nominierung vom DFB gestrichen, hat man gesagt, man konzentriert sich darauf, jüngere Schiedsrichter nach oben mitzunehmen, die noch längere Perspektiven haben, bis sie 45 sind. Mag zwar sein, aber vielleicht ist das dann auch eine Maßnahme, die ihn für seine
drei schlechten Rankings bestraft, aber man steht da nicht dazu und sagt dann, es ist aus den Gründen passiert. Und da sollte man sich dann auch mal hinterfragen, ob das eine Ehrlichkeit, die auch dann der Herr Zwanziger auch vorgibt, ob die dann nicht auch so ausgegeben ist, wie sie eigentlich dasteht letztendlich. Also es bleibt weiterhin spannend, wie sich das weiterentwickelt, gerade jetzt auch an Schiedsrichterfront. Da wird dann mit Sicherheit noch weiter diskutiert werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bis hierhin bei Ihnen. Wir drücken dem FCK die Daumen für das Spiel gegen Nürnberg. Und noch ein kurzer Tipp, Klaus, von Ihnen. Nach dem Spiel am Sonntag gibt es eine Veranstaltung. Ja, am Sonntag findet die Aktion FCK hautnah statt. Und zwar kommen die Spieler, die kompletten Spieler, in sämtlichen neuen Regionen. Es kommen immer 3 bis 4 Spieler und dann offizieller zur Talgrunde, Autogrammstunde, Fototermin. Und unsere Veranstaltung findet in Wolfsheim statt. Am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr, von 14 bis 16 Uhr, kommen die FCKler zu uns. Und alle FCK-Fans, alle, die sich dafür interessieren, sind herzlich eingeladen. Sehr gut. Dann sehen wir Sie beide mit Sicherheit dort wieder. Und nach einem Sieg in Nürnberg. Ich bin noch in Nürnberg. Sie sind noch in Nürnberg. Und dann den Auswärtssieg auf dem Christkindlmarkt noch schön feiern zu können. Ne? Sehr gut. Alles klar. Vielen Dank, Herren, dass Sie bei mir waren. Das war gut gekickt, das Fußball-Fan-Magazin hier auf Gutenberg TV. Und diese Sendung können Sie sich gerne noch einmal anschauen in unserer Mediathek auf gutenberg.tv. Und da können Sie uns gerne mal schreiben, wenn Sie mal selbst hier in dieser Runde mitdiskutieren möchten. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.